ja, wie viel mehr wonach ist. Wo viel mehr gerade ist. Okay, warte. Yeah, yeah, jetzt bin ich raus. Hallo Freunde, ich bin unscharf. Da jetzt geht's. Ich freue mich, dass ihr hier bei diesem besonderen Video dabei seid. Ja, ich wurde getaggt und dies will ich ja dann natürlich nicht hinter mich vergehen lassen, wie auch immer. Und deswegen, warum habe ich eigentlich Kopfhörer drin, wenn ich gar nichts höre? Das ist so ein bisschen dämlich, ne? Dämlich. Und ja, zuerst. Wen es aufgefallen ist, ja, ich habe ein richtiges Mikrofon. Und ich freue mich tierisch darüber. Ja. Vielen Dank, mein Schatz. Ne? Ja, ich habe extra, ne, hier sieht man noch ein bisschen was, aber naja. Ich dachte mir so, weil es neu ist, muss es auch mit im Bild sein. Wenn ich dich da dran zoome, dann sieht man es nicht mehr. Und ja, weiß ich nicht. Ich wollte auf jeden Fall, dass es mit im Bild ist. Und ja, getaggt wurde ich. Die 100 Fragen, die niemand fragt. Und ja, ich habe dies beim lieben Dübbi schon gesehen. Von daher kenne ich die Fragen. Und ja, legen wir doch gleich mal los, würde ich sagen. Also, erstens, schläfst du mit geöffneter oder geschlossener Tür? Jetzt gerade eigentlich fast tagtäglich ist sie offen. Aber beim Schlafen ist sie dann doch zu, weil mein Bruder nebenan dann irgendwie noch Fernsehen gucken muss. Und wenn ich schlafen will, muss es ruhig sein. Nimmst du die Shampoos und Spülungen aus den Hotels mit? Hotel nein, Campingplatz damals ja. Bin ich mal ganz ehrlich. Da ging die eigene Packung leer und ja, Dänemark ist teuer, Kronen hat man nicht viel Taschengeld bekommen. Ja, damals. Schläfst du mit deinen Jalousien oben oder unten? Eigentlich fast immer unten. Man kann es hier jetzt ein bisschen sehen. Sie ist ein bisschen kaputt. Naja, ist immer unten. Hast du jemals ein Straßenschild gestohlen? Gestohlen nein. Aber ich war daran beteiligt, es zu beschmutzigen und kaputt zu machen. Nein, darauf bin ich nicht stolz, aber es ist lustig. Und ich glaube, es gibt davon sogar auch noch ein Video. Mal schauen. Magst du es, Post-its zu benutzen? Ja. Schneidest du Coupons aus, ohne sie dann aber jemand zu benutzen? Ja. Aber ich muss dazu auch noch sagen, ich benutze sehr viele Coupons, weil ich auf Arbeit auch somit eine Menge sparen kann. Plus Coupons, plus mein Mitarbeiterrabatt. Ja, da kommt eine Menge zusammen, da achtet man sehr drauf. Würdest du lieber von einem Bären oder einem Schwan an Bienen attackiert werden? Nein, beides nicht. Danke. Ich würde gerne mal runterzoomen. Hallo? Ja, okay, dann sehe ich das mal kurz. Hast du Sommersprossen? Nein, ein paar kleine, unauffällige, manchmal auch auffällige andere kleine Dinge, aber keine Sommersprossen. Lass du immer auf Bildern? Ja, ich bin da immer am Lachen. Das ist meistens sogar schon zu schlimm, dass ich mir denke, oh nein, mach das weg. Ne? Wenn ich mich auch hier umschaue, ja, doch. Ich bin einmal sofort wieder da. Das erste Bild, was ich herausziehe, mal schauen. Ja, ich bin am Lachen. Ne? Ich und mein Bruder. An einem ganz tollen Abend war das. Zur nächsten Frage. Was ist die größte Sache, die du nicht abkannst? Ganz klar, wie hieß denn das jetzt? Wie nennt man das denn, wenn Leute nur an sich denken, der Meinung, okay, ist mir egal, das ist gut, aber die auch denken, oh scheiß, egal wie es ihnen dabei geht, sondern nur ich denke. Ja, und zu Teil auch Leute, die zu doll eingebildet sind, das kann ja auch nicht ab. Das geht mir so auf die Senkel. Zählst du manchmal deine Schritte beim Gehen? Beim Gehen nicht, aber wenn ich Treppen hochlaufe. Egal wo, sobald ich Treppen hochlaufe, fange ich an, die zu zählen. Hast du jemals in den Wald gepisst? Ja. Ich schmeiß mein Handy mal weg, sonst dreht meine Anlage hier ab. Zur nächsten Frage. Hast du jemals in den Wald gekackt?
Nein. Das musste ich gerade bei der Campingübernachtung nicht. Das passt. Tanzt du manchmal auch, wenn keine Musik läuft? Klar. Wenn ich eine Melodie im Kopf habe, dann tanze ich. Kaust du auf deinen Stiften? Nein. Oh. Nee, nicht wirklich. Mal so Richtung Mundwinkel, wenn ich jetzt überlege, dann kommt das schon mal vor. Mit wie vielen Leuten hast du diese Woche geschlafen? Also, ein Freund und so? Ja, okay, hatte ich schon. Welche Größe hat dein Bett? Es passen zwei Personen rein. Also eine normale Größe. Was ist dein Song der Woche? Mein Song der Woche. Mein Song der Woche. Also ich höre im Moment so viele Songs fast nur auf Spotify und weiß ich nicht. Da sind so viele, wo ich echt sagen würde, ja, das wäre mein Song der Woche. Nur gerade Songtitel, keine Ahnung. Alles. Die Top-Liste der Spotify. warte, ich bin jetzt gerade voll. Ach, da oben. Findest du es okay, wenn Jungs Pink tragen? Klar. Ne? Mein Bruder hat sicherlich auch irgendwas Pinkes. Schaust du immer noch Zeichentrickfilme? Ja. Ich habe auch viele auf DVD eigentlich. Was ist dein allerliebster Film? Momentan? Momentan? Ja, ich habe eigentlich mehrere Lieblingsfilme. So um die 5 Stück wohl, die ich jedes Mal schauen könnte. Momentan mein Lieblingsfilm ist Die Bestimmung. Kam letztes Jahr im Kino und gibt es seit, weiß ich nicht, einigen Monaten auf DVD. Haben ich auch natürlich. Ja, wo würdest du einen verborgenen Schatz vergraben, wenn du einen hättest? Also wenn ich einen hätte. Ja, da weiß ich gar nicht, ob ich den vergraben würde. Obwohl ich den ja sicher aufbewahren will. Aber vergraben, keine Ahnung. Was trinkst du zum Abendessen? Ja, das, was gerade da ist, worauf ich gerade Lust habe. Worin dippst du deine Chicken Nuggets? Süß-Sauer-Soße? Was ist dein Lieblingsessen? Alles. Also, ich esse vieles gerne, auch wie vielen und ja, wie viel mir wonach ist. Wo viel mir gerade ist. Okay, warte. Jetzt bin ich raus. Ja. Welche Filme kannst du immer und immer wieder schauen und du liebst sie trotzdem? Filme, die für junge Leute geeignet sind, also die extra darauf angepasst sind, die mit Action und teilweise auch Liebe zu tun haben, mag ich sehr gerne gucken, so wie bei Die Bestimmung zum Beispiel. Es ist ein echt schöner Film, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Den Trailer findet ihr unten in der Beschreibung, würde ich euch echt empfehlen, der Film ist echt super. Ja, letzte Person, die du geküsst hast, die dich geküsst hat. Heute Morgen, mein Schatz. Ja, warst du jemals Pfadfinder? Nein. Ich fand die immer schrecklich mit ihren komischen Dingern da rum und mit einem Hemd und mit einem Stock und keine Ahnung. Nein. Würdest du jemals nackt in einer Zeitschrift posen? Vielleicht. nein. Wann war das letzte Mal, dass du jemanden einen Brief auf Papier geschrieben hast? Ja, das war zum Einjährigen mein Schatz ein Brief. Hast du jemals einen Strafzettel bekommen? Nein, ohne Auto geht's nicht. Ist dir jemals der Tank mitten in der Fahrt ausgegangen? Nein, mir nicht. Ohne Auto geht's nicht. Lieblingssandwich. Ja, Lieblingssandwich. Kann mit Erdnuss, Butter, Creme, wie auch immer, oder ganz normal Salat sein. Ich finde Sandwiches total super. Das Beste, was man zum Frühstück essen kann. Also mein Frühstück ist sehr abwechslungsreich. Mal eher nur Brot, mal Brötchen mit schönem Aufschnitt, mal Müsli, Cornflakes. Aber am liebsten dann mit einer gehackten Banane rein. Mir fällt gerade auf, ich gucke mehr mich in der Kamera an als zu euch oben hin. Das werde ich mal versuchen, ein bisschen jetzt zu reduzieren. Also, dass ich mehr zu euch gucke. wann gehst du normalerweise zu Bett? Je nachdem, wie ich morgens aufstehen soll. Weil ich bin so ein Mensch, wenn ich mir morgens den Wecker erstelle und da steht dann, ja, in 7 Stunden klingelt dein Handy, dann gehe ich auch gleich zu Bett.
weil ich meine 7 Stunden Schlaf haben will. Also sprich, ja, weiß ich nicht, sagen wir mal um 11, wenn ich morgens aufstehen muss. Bist du faul? Ja, je nachdem. Ich kann schon ganz schön faul sein. ja. Okay, was ist da jetzt so lustig? Nein, ich kann nur nicht lesen. Als du ein Kind warst, was? Als was hast du dich verkleidet zu Halloween? Hexe. Ja, Hexe. Was ist dein chinesisches Sternzeichen? Ja, das habe ich schon vorab nachgeguckt. Ich bin ein Schaf. Auf Japanisch wäre ich eine Ziege. Und ja, im Wirklichen bin ich, also deutsches Sternzeichen bin ich Waage. Nochmal da zur Info. Wie viele Sprachen kannst du sprechen? Ja, so viele sind es gar nicht. Ja, ich kann Deutsch, denn Englisch soweit, na, man in der Schule lernt. Und selbst beigebrachtes Dänisch. Hast du irgendeine Sprache abonniert? Nö. Hätte ich aber damals gern gemacht, und zwar die Bravo. Damals. Naja, heute nicht mehr. Was findest du besser? Legos oder Dominosteine? Ganz klar Lego. Wurde ich damals mal gezwungen zu spielen. Finde ich echt super. Bist du stur? Ja. Ja, ja, ja. Wer ist besser? Thomas Gottschalk oder Markus Lanz? Thomas Gottschalk allein aus dem Grund mit der Geschichte mit den Gummibärchen. Ja. hast du jemals eine Seifenoper gesehen? Nein, und wenn, dann bin ich innerhalb der ersten Minuten bestimmt eingeschlafen und weiß es jetzt nicht mehr. Hast du Höhenangst? Ja. Hab mich noch nie getraut, vom Dreier zu springen und all sowas. Nee, muss nicht sein. Man braucht mich nur hochheben und ich hänge dann da auf den Schultern und will sofort wieder runter. Singst du im Auto? Ja, wenn ich woanders singe, dann bestimmt auch im Auto. Singst du unter der Dusche? Ja. Gebe ich offen zu. Nein, wenn mir langweilig ist, dann mache ich also einige Sachen. Also sprechen ist heute echt schwer. Also mache ich so einige Sachen. Tanzt du im Auto? Erstens, ich habe immer noch kein Auto und tanzen sieht bei mir so naja aus. Hast du jemals eine Pistole benutzt? Ja. nein. Letztes Mal, als du ein Porträt bei einem Fotografen gemacht hast, ja. Das war irgendwann 9. Klasse, sprich vor. Oh, wann war ich in der 9. Klasse? 2007? Keine Ahnung. denkst du, Musicals sind kitschig? Nein. Ja, können ja auch andere Musicals sein. Blumengroup zum Beispiel. Was ist darin kitschig? Die sind echt super, die Jungs. Ja, würde ich gerne mal wieder hin. Findest du Weihnachten stressig? Ja, sehr. Ich bin froh, dass ich dieses Weihnachten Urlaub habe. Freue ich mich schon. Ich freue mich so richtig auf Weihnachten. Schon allein, weil ich da Urlaub habe, wird bestimmt eine super Woche. Ja, nächste Frage. Welche Frage sind wir denn überhaupt? 54. Hast du jemals Porigen? Ich blende euch das natürlich ein, gegessen. Ja, aber ist nicht so meins. Lieblingsobstkuchen. Ja, ich mag viel an Obst. Und wenn man den Kuchen dann auch gut mag, dann esse ich auch alles. Berufe, die du als Kind werden wolltest. Frage 56. Die ich als Kind gerne werden wollte. Tierarzthelferin. Und bestimmt noch so einiges mehr. Tierarzthelferin. Was wollte ich denn noch so? Agentin wollte ich damals auch mal eine Zeit lang werden. 57. Glaubst du an Geister? Nee. Nee. Hattest du jemals ein Déjà-vu? Ja, viel zu oft. Wirklich viel, viel zu oft. Das ist, ja, schrecklich. 59. Nimmst du täglich deine Vitamine zu dir? Immer dabei. Das ist prima. Obwohl immer dabei stimmt auch nicht. Trägst du Hausschuhe? Nö, warum sollte ich? Ich habe Teppich überall und obwohl Hausschuhe könnte man trotzdem tragen, aber nein. Trägst du einen Bademantel? Trägst du einen Bademantel? Nein, habe ich nicht. Nummer 6, 62. Was trägst du zum Schlafen? Das, was ich gerade anhabe, wenn ich einschlafe. Das kann mal mehr und mal weniger sein. Erstes Konzert. Ja, das war
Wie hieß diese Veranstaltung, die extra für Kinder ist? Kinderjugendtag? Kindertag von, nee, von RSH? Ja, das war das erste Konzert. Ich war mit ganz vorne, das war echt super. Und dann war da auch mein Lieblingsschauspieler, wie auch immer, von der damaligen Zeit mit bei. Echt klasse. 64, Aldi, Lidl oder Kaufland? Kaufland, was ist das? Nein, Spaß. Haben wir hier im Norden nicht, aber ganz klar der Lidl. Nike oder Adidas? Ich selber habe eher Adidas als Nike. Meine Sportschuhe sind Adidas, also nehme ich Adidas. Alle deutschen Intelligenten denken an Schule. Ja, wer das zweite weiß, zweite Übersetzung, gibt einen Daumen nach oben. Ich weiß sie natürlich auch. Flips oder Chips? Es kommt auf die Chips drauf an. Wenn das jetzt so einfache Chips von der Eigenmarke sind, von dem Geschäft, dann eher Flips, ansonsten Chips. Erdnüsse oder Sonnenblumenkerne? Da eher die Erdnüsse. Sonnenblumenkerne einfach so. Nein, nicht wirklich. Hast du jemals in der Gruppe was von der Gruppe Trispreen, wie auch immer, eingeblendet natürlich gehört? Nein, ihr? Wer ist das? Muss ich nachher mal googeln am besten? Hast du jemals Tanzunterricht genommen? Frage 69. Ja, kurzzeitig. Gruppe hat sich dann aufgelöst. Und so. Freunde, nicht mehr Freunde. Und so schnell hört das dann alles auf. Welchen Beruf soll denn zukünftiger Ehepartner haben? Ja, mir egal. Es kann ein Job sein, der total viel Kohle macht oder das, was ihnen einfach nur gefällt. Kannst du deinen Zulle... Kannst du deine Zunge rollen? Wo? Ja, andersrum kann ich nicht. Geht das auch andersrum? Ich weiß es gar nicht. Ja. Sah gut aus, glaube ich, oder? Okay. Frage 72. Hast du jemals einen Buchstabierwettbewerb gewonnen? Nein. Da war ich selbst in der Schule immer mit am schlechtesten. Hast du jemals vor Freude geweint? Ja. Ich bin sehr emotional, ich brauche nur irgendwas im Fernsehen sehen, von wegen, ja, hier Mutter findet Tochter wieder oder andersrum, ja. Der kann schon vor Freude für andere Leute mitweinen. 74, besitzt du irgendwelche aufgenommenen Alben? Ja, also aufgenommene Alben? Ja, mein ganzer Schrank ist da voll mit Bildern und auch Videos, ganze Festplatte, also ja. 75, hast du einen Aufnahmegerät? Einen? Ja, mehrere. Webcam, Kamera, so. Handy ist auch ein Aufnahmegerät heutzutage. Hier Tonaufnahme, wo ich sehr gespannt bin, wie es sich am Ende da anhört, natürlich. Ja. Echt? Oh, mein schönes neues Mikro. Raus du regelmäßig? Nein. Nein, ich habe es damals mal probiert und fand es total eklig, obwohl ich die Zigarette trotzdem zu Ende geraucht habe. Und das, obwohl ich das mit einer gemacht habe, die es selber probiert hat. Also nein, es war kein Gruppenzwang. Wir dachten einfach nochmal im Wald, ne? Komm, probieren wir mal. Aber war nicht so unseres. Warst du jemals verliebt? Ja, bin es auch zurzeit immer noch. Wen würdest du gerne mal auf einem Konzert sehen? Wen würdest du gerne mal auf ein Konzert sehen? Dich. Genau dich. Dich mit dem kurzen, dünnen, truppigen Haaren. So, wer sich jetzt angesprochen fühlt, schreibt mir gerne eine Nachricht oder einfach einen Kommentar. Ja, auf welchem Konzert warst du zuletzt? Ja, das war Anfang des Jahres One Republic in Hamburg. War total super. Also da würde ich lieben gerne nochmal hin, aber nein. Das dauert ja, bis die Herrschaften wieder auf Konzert gehen, leider. Heißen oder kalten Tee? Kalte Jahreszeit heißen Tee, warme Jahreszeit kalten Tee. Tee oder Kaffee? Je nachdem, wenn ich jetzt müde bin und kein Energy habe, dann den Kaffee. Ansonsten geht auch ein Tee morgens. 82, Gummibärchen oder Schokolade? Eher die Schokolade, außer im Sommer halt, dann die Gummibärchen. Also eigentlich beides, nur so ist denn meine Vorlieben dafür. Kannst du gut schwimmen? Ich sag's mal so, ich habe jetzt nicht alle Abzeichen, aber... 84, kannst du die Luft anhalten, ohne die Nase zuzuhalten? Die Luft anhalten, ohne die Nase zuzuhalten.
Dreimal lesen und dann ausprobieren. Ja, geht. Okay. Bist du geduldig? Nein, ich bin total ungeduldig. Wenn es heißt, dann und dann geht's los oder wir gehen jetzt, dann ziehe ich mir die Schuhe an und dann gehen wir jetzt. Ne? Einige Situationen gab es da schon mal, wo ich mir dachte, ja, okay, ich setze mich dann nochmal hin und warte. DJ oder eine Band auf deiner Hochzeit? Solange sie gut sind, ist mir eigentlich egal. Die sollen sich mal schon viel Mühe vorher geben und dann mal schauen, ob sie spielen dürfen. 87. Hast du jemals einen Wettbewerb gewonnen? Ja. Dritte Klasse, Klassenfahrt auf Sylt, Sandbogen-Wettbewerb. Ja. Da kann ich mich noch echt gut erinnern. War echt schön. wo sind wir denn jetzt? Frage 88 schon. Wow. Hattest du jemals eine Schönheitsoperation? Nein, würde ich auch eigentlich nie machen, außer es wäre echt was Schlimmes. Also echt total verunstaltet durch einen Unfall. Dann ja, aber ansonsten nein. Es bleibt alles echt. Welche Oliven sind besser, die grünen oder die schwarzen? Pink? Kannst du stricken oder häkeln? Nein. Bester Platz war ein Kamin. In der Nähe vom Fernseher, Wohnzimmer. Ne, für kalte Tage. Willst du mal heiraten? Ja, natürlich. So an sich, ja, ne? Wenn du schon verheiratet bist, wie lange schon? Üt, lassen wir mal aus. Wem warst du in der Schule verknallt? Nicht, dass er jetzt das sieht, ne? Wem warst du in der Schule verknallt? Also, ja. Piep, piep. 95. Weinst oder bekommst du Wutanfälle, wenn... bis du deinen Willen bekommst. Nochmal neu. Weinst oder bekommst du Wutanfällen, bis du deinen Willen bekommst? Nein. Nein. Hast du Kinder? Nein. Willst du Kinder? Ja. Ja, nein, vielleicht. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ja, vieles. Vieles eigentlich. Nee, ich habe eigentlich relativ viele Lieblingsfarben. Ob es blau, rot, pink, lila. Naja, pink eher weniger. Also kommen wir nicht mit Hello Kitty. Das ist ja nicht ganz so meins. Also eher so lila und violett. Ich habe ganz schön rotes Ohr, ne? etwas, was dir mal in der Schule passiert ist. Ja, etwas. Ich wurde aus dem Bus geschubst. Von einem Jungen damals, zweite Klasse. Und deswegen habe ich auch diese schöne Narbe hier noch. Na? Ich denke mir so kann ich gleich mal was aufklären, weil man die ja doch bestimmt mal sehen kann. Ja, das ist mir mal in der Schule passiert. Schön. Vermisst du irgendwen gerade? Also, jetzt sofort nicht, aber wenn ich länger drüber nachdenke, dann schon. Und zwar mein Onkel, den ich nicht kennengelernt habe. Ja. Man hat gehört, ja, er ist im Krankenhaus, ihm geht's nicht gut. Und bevor man ihn besuchen kommen konnte, weil es sein Wunsch war, war es leider schon zu spät. Naja. Aber er ist trotzdem irgendwie immer ein Teil von mir. Und ja, wird auch immer bleiben. Ja, das waren 100 Fragen, die niemand fragt. Und... ja, ich habe sie jetzt beantwortet. Ich bin gespannt, wie lange das Video geht. So, jetzt guck mal in die Kamera, Kleines, und nicht immer zu dir, ne? So kamerageil bist du gar nicht. wen ich taggen soll? Taggen würde ich gerne die Nigitron, die Jazz und Dumm Let's Play. Ich würde mich freuen, wenn ihr... Na? Kamera? wenn ihr mitmachen wolltet, würdet, ist es kein Muss. Na, wie gesagt, wenn ihr es mitmachen würdet, würde ich mich sehr freuen. Und ja... wenn sich daraus weitere Fragen ergeben haben, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Habe ich nichts dagegen. Ich beantworte sie gerne für euch. Und ja, wie gesagt, weiteres Taggen und sowas steht ansonsten auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.